Wir setzen hier das Video zur Vererbung als bekannt voraus. Dies ist ein erstes kleines Beispiel einer sogenannten abstrakten Klasse. Abstrakte Klassen werden übrigens auch im Video zum Fallbeispiel Geom2D benutzt. Das Schlüsselwort Abstract for Class zeigt an, dass X eine abstrakte Klasse ist. Mit dieser Methode namens M1 hat das noch gar nichts zu tun. Denn diese Methode ist ganz normal implementiert, auch wenn der Inhalt hier nicht interessiert und daher nur durch drei Punkte angedeutet ist. Diese Methode namens M2 ist der Grund für das Abstract. Auch hier steht das Schlüsselwort Abstract. Wir sagen, dass M2 eine abstrakte Methode von X ist. Der Unterschied zu M1 ist, dass M2 nicht implementiert ist. Stattdessen wird die Signatur von M2 durch ein Semikolon abgeschlossen. Nun leiten wir eine Klasse Y von Klasse X ab. In Y passiert nichts mit M2. M2 wird auch hier nicht implementiert. Zwar wird Methode M2 von X an Y vererbt, aber es wird keine Implementation von M2 vererbt. Die Konsequenz ist, dass M2 auch in Y abstrakt ist. Wir definieren für Y noch eine weitere Methode M3, die ebenfalls abstrakt ist. Jede der beiden Methoden, M2 oder M3, reicht schon, dass auch die Klasse Y wieder als abstrakt deklariert werden muss. Von Y leiten wir dann noch eine Klasse Z ab. Die Methode M2, die in X abstrakt definiert und in Y abstrakt ererbt ist, und die Methode M3, die in Y abstrakt definiert ist, implementieren wir nun aber in Z ganz normal. Beide Methoden sind in Z nicht abstrakt. Damit hat Z keine abstrakten Methoden und ist also auch nicht selbst abstrakt. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir versuchen, Objekte dieser drei Klassen einzurichten. Einrichtung eines Objektes von Klasse X ist nicht möglich, denn wenn auch nur eine Methode nicht implementiert ist, darf kein Objekt eingerichtet werden. Das ist auch logisch, denn wenn es möglich wäre, ein Objekt einzurichten, dann könnte diese Methode später im Java-Quelltext mit diesem Objekt aufgerufen werden, aber dann ist halt keine Implementation für diese Methode da. Aus demselben Grund ist die Einrichtung eines Objektes von Klasse Y nicht möglich. Aber für Klasse Z sind alle Methoden implementiert. Z ist keine abstrakte, sondern eine ganz normale Klasse. Daher ist es auch ganz normal möglich, ein Objekt von Klasse Z einzurichten. Eine Variable von Klasse X oder Y einzurichten ist durchaus erlaubt. Warum auch nicht? Und dass diese Variablen auf Objekte von Klasse Z verweisen, ist ebenfalls erlaubt. Warum auch nicht? Wir verlassen abstrakte Klassen und betrachten ein noch weitergehendes Konzept namens Interfaces, das sehr viele Ähnlichkeiten mit abstrakten Klassen aufweist, aber dezidiert andere Vor- und Nachteile hat. Syntaktisch besteht der Unterschied zwischen Interfaces und Klassen zunächst einmal darin, dass das Schlüsselwort Interface anstelle von Class steht. Danach kommt wie bei Klassen der Name des Interface. Dieses Interface heißt X. Und das Public hat dieselbe Bedeutung wie bei Klassen. Siehe das Video zu Zugriffsrechten und Packages. Wie in Klassen können auch in Interfaces Methoden definiert werden. Der Unterschied ist, dass Methoden in Interfaces niemals implementiert werden dürfen. Alle Methoden sind abstrakt, brauchen aber nicht extra mit Abstract gekennzeichnet werden, weil das Schlüsselwort Interface das schon implizit besagt. Außerdem sind Methoden in Interfaces immer public. Möglich in einem Interface sind daneben noch Public-Klassen-Konstanten. Andere Arten von Attributen sind nicht möglich. Da in einem Interface also alle Methoden public und alle Attribute public static final sein müssen, kann man diese Schlüsselwörter auch weglassen. Interfaces für sich sind natürlich witzlos, aber Interfaces können von Klassen implementiert werden, wie bei dieser einfachen Beispielklasse Y. Wir sagen, diese Klasse implementiert das Interface X, das wir eben eingerichtet haben. Konsequenz ist, dass Klasse Y jede Methode haben muss, die Interface X hat.
Wenn Klasse Y nicht abstrakt sein soll, dann muss Y alle Methoden von X implementieren. Natürlich kann Y noch weitere Methoden neben denen von X sowie ganz normal beliebige Attribute haben, was wir in diesem einfachen Beispiel aber ausgelassen haben. Versuchen wir wieder, Objekte von X und Y einzurichten. Wie bei abstrakten Klassen ist es nicht möglich, Objekte von Interfaces einzurichten. Und zwar aus demselben Grund, weil Methoden nicht implementiert sind, die man mit einem Objekt ja aufrufen könnte. Da in Y alle Methoden implementiert sind, kann ein Objekt von Klasse Y selbstverständlich eingerichtet werden. Und zwar analog zu Klassen auch dann, wenn die Variable, die auf das Objekt verweist, vom implementierten Interface-Typ ist. Implementation eines Interfaces durch eine Klasse sieht ja so ähnlich wie Vererbung aus. Als nächstes betrachten wir, dass eine Klasse sowohl erben als auch implementieren kann. Und zwar von genau einer Klasse erben, aber beliebig viele Interfaces implementieren. Wieder eine kleine Beispielklasse X, deren Details uns nicht interessieren. Von dieser Klasse soll geerbt werden. Und drei Interfaces, die implementiert werden sollen. So sieht es dann aus, wenn Klasse Y von Klasse X erbt und die Interfaces A, B und C implementiert. Die Namen der Interfaces werden durch Kommas voneinander getrennt. Das bedeutet, jede Methode von X wird entweder an Y vererbt oder in Y überschrieben. Und jede Methode in einem der drei Interfaces muss in Y implementiert sein, wenn Y nicht abstrakt sein soll. Dann kann ein Objekt von Klasse Y überall stehen, wo ein A, B, C oder X erwartet wird. Ein Y kann in jede dieser vier Rollen schlüpfen. Die Möglichkeit, nicht nur ein Interface, sondern beliebig viele Interfaces zu implementieren, kann aber zu Problemen führen. Hier sehen Sie zwei Interfaces mit je einer Methode, deren Signaturen sich nur im Rückgabetyp unterscheiden. Wenn jetzt Klasse X beide Interfaces implementieren soll, dann müsste Methode M in X überladen werden durch zwei Varianten, die sich nur im Rückgabetyp unterscheiden, was aber nicht geht. Wir sind jetzt soweit, abstrakte Klassen und Interfaces miteinander zu vergleichen. Ein Pluspunkt für abstrakte Klassen: Natürlich muss nicht jede Methode abstrakt sein in einer abstrakten Klasse, in Interfaces schon. Der Pluspunkt von Interfaces ist eben, dass sie eine Art von Mehrfachvererbung ermöglichen. Allerdings nur eingeschränkt, denn es können nur nicht implementierte Methoden sozusagen vererbt werden. Jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass Interfaces die allermeisten Fälle von Mehrfachvererbung abdecken, die man so haben möchte. Echte Mehrfachvererbung, also mehrere Klassennamen hinter Extends, geht in Java nicht, ist aber weitgehend ersetzt. Interfaces können auch andere Interfaces erweitern und bieten vielfältigere Möglichkeiten, Hierarchien zu bauen. Wir sagen, Interfaces B und C erweitern A und Interface D erweitert wiederum B und C. Was heißt das jetzt für die Methoden in den vier Interfaces? In Interface A ist die Methode M1 definiert. Mehr gibt es zu A nicht zu sagen. Interface B erweitert Interface A und enthält daher Methode M1. Methode M2 ist zusätzlich in B definiert. Völlig parallel Interface C, Methode M1 von A und zusätzlich Methode M3. In Interface D kommen B und C zusammen, das heißt, D hat alle drei Methoden. Aus Interfaces lassen sich große, komplexe Hierarchien bauen. Hier ein Beispiel. Wir fangen wieder mit einem ersten Interface A an. Wieder erweitert durch zwei Interfaces B und C. Und wieder werden B und C von D erweitert. Aber jetzt machen wir die Situation komplexer und lassen als erstes ein weiteres Interface E, das Interface B, erweitern. Und F erweitert wiederum D und E.
Und weiter G erweitert C. Schließlich erweitert H noch D, E und G gleichzeitig. Und so sieht die gesamte Hierarchie dann aus. Jedes dieser 8 Interfaces kann natürlich von beliebig vielen Klassen implementiert werden. Kommen wir zum wichtigsten Daseinsgrund für Vererbung und Interfaces. Ein abstraktes Designkonzept namens Polymorphie. Polymorphie ist altgriechisch und heißt so viel wie von vielerlei Gestalt. Wir beginnen mit einem Interface A mit einer Methode klein m. 3 Beispielklassen mit Namen x, y und z. Alle 3 Klassen implementieren Interface A und müssen daher Methode klein m implementieren, wenn die Klassen nicht abstrakt sein sollen. Alle 3 Klassen werden jetzt in die Rolle von Interface A schlüpfen. Anders gesagt, A kann von vielerlei Gestalt sein, also griechisch polymorph. Wir richten zum Beispiel ein Array von Interface A mit 3 Komponenten ein. Die 3 Komponenten verweisen jeweils auf ein Objekt von Klasse x, y und z. Jetzt durchlaufen wir dieses Array von Komponententyp Interface A und rufen jeweils Methode klein m auf. Ausgeführt wird jeweils die Implementation von x, y bzw. z. Interface A ist die polymorphe Fassade, hinter der sich ein x, ein y und ein z verbergen. Im Video zur Vererbung haben wir uns schon angesehen, wie man sich die Realisierung im virtuellen Speicher vorstellen kann. Hier noch einmal dasselbe in der konkreten Situation dieses Beispiels. Die Variable vom Array-Typ ist bekanntlich nur der Verweis auf das eigentliche Array. Hier das Array selbst, 3 Komponenten und ein paar Zusatzinformationen, zum Beispiel die Länge des Arrays im Attribut Length. Hier erst sind die 3 Objekte von Klasse x, y und z, denn die Komponenten des Arrays sind ja nur Verweise auf die eigentlichen Objekte. Jedes dieser Objekte enthält einen Verweis auf die Methodentabelle, genauso wie wir es im Video zur Vererbung gesehen haben. Und in jeder dieser Methodentabellen gibt es einen Eintrag für die Methode klein m. Der Inhalt ist ein Verweis auf den Einstiegspunkt der übersetzten Methodenimplementation. Von diesem Einstiegspunkt an kann diese Methodenimplementation ausgeführt werden. Von jetzt an werden wir den Typ der Variablen und den Typ des Objektes auch begrifflich unterscheiden. Wieder eine einfache Beispielklasse x, deren Details nicht interessieren. Und ein Beispiel Interface A, dessen Details ebenfalls nicht interessieren. Eine Klasse y wird abgeleitet von Klasse x und implementiert Interface A. Jetzt der Sinn der Aktion. Eine Variable von Interface A verweist auf ein Objekt von Klasse y und eine Variable von Klasse x verweist auf ein weiteres Objekt von Klasse y. Hier noch einmal der erste Fall. Eine Variable von einem Interface verweist auf ein Objekt einer implementierenden Klasse. Dieses Interface ist der statische Typ der Variable und die Klasse des Objektes ist der dynamische Typ der Variable. Jetzt der zweite Fall. Eine Variable der Basisklasse verweist auf ein Objekt einer abgeleiteten Klasse. Völlig analog zum ersten Fall ist die Basisklasse der statische Typ und die abgeleitete Klasse ist der dynamische Typ. Die Begriffe statisch und dynamisch sind durchaus passend gewählt. Das werden wir schon gut an diesem einfachen Beispiel mit einer Basisklasse und 2 abgeleiteten Klassen sehen. Das Beispiel würde natürlich analog funktionieren, mit einem Interface anstelle der Basisklasse und mit 2 dieses Interface implementierenden Klassen. Wir richten eine Variable klein a der Basisklasse ein und lassen klein a auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse y verweisen. Der statische Typ von a ist also x und der dynamische Typ ist y. Jetzt lassen wir klein a auf eine Variable von Typ z verweisen. Der statische Typ bleibt x, der kann sich natürlich nicht ändern. Der dynamische Typ ist aber jetzt nicht mehr y, sondern z. Nun bekommt klein a den symbolischen Wert 0.
Damit hat A keinen dynamischen Typ mehr, der statische Typ ist aber weiterhin die Basisklasse x. Zum Abschluss lassen wir klein a noch auf ein Objekt von Klasse x verweisen. X ist nun statischer und dynamischer Typ von A. Die Regeln sind also eigentlich ganz einfach und wir können sie jetzt explizit formulieren. Der statische Typ einer Variable von einem Klassen- oder Interface-Typ ist, nun ja, eben statisch, ändert sich also nie, solange die Variable existiert. Und der dynamische Typ ist eben dynamisch. Das heißt, er ändert sich mit dem Objekt, auf das die Variable verweist, beziehungsweise wenn es gar kein Objekt gibt, dann ist der dynamische Typ eben leer. Der statische und der dynamische Typ sind wichtig einerseits dafür, welche Methoden überhaupt verfügbar sind und andererseits dafür, welche Implementation einer Methode dann tatsächlich ausgeführt wird. Wieder eine Beispielklasse x und eine davon abgeleitete Klasse y. Klasse y hat eine Methode klein m, die es in Klasse x noch nicht gibt. Jetzt eine Variable klein a mit statischem Typ x und dynamischem Typ y. Obwohl durch den dynamischen Typ y eigentlich alle Voraussetzungen da sind, um Methode m mit Variable a aufzurufen, ist das dennoch nicht erlaubt, weil m noch nicht im statischen Typ definiert ist. In diesem einfachen Beispiel wird es vielleicht noch nicht klar, warum das so ist. Deshalb machen wir das Beispiel etwas komplizierter. Jetzt hängt der dynamische Typ von klein a von der aktuellen Mondphase ab. Nur wenn der Mond abnehmend ist, ist y der dynamische Typ von a und nur dann hat a eine Methode klein m. Daher ist es sehr sinnvoll, dass nur die Methoden aufgerufen werden dürfen, die schon im statischen Typ definiert sind. Denn ansonsten wäre es sehr häufig, so wie hier, unklar, ob die Methode existiert oder nicht. Mit der erzwungenen Einschränkung auf die Methoden des statischen Typs sind wir beim Programmieren auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also, was dürfen wir nun aufrufen? Eben genau die Methoden, die im statischen Typ schon definiert sind. Methoden, die noch nicht im statischen, sondern erst im dynamischen Typ definiert sind, sind nicht verfügbar. Wenn nun eine Methode aufgerufen werden darf und wenn sie im statischen und im dynamischen Typ unterschiedlich implementiert ist, stellt sich die Frage, welche der beiden Implementationen ausgeführt wird. Die Antwort haben wir schon im Video zur Vererbung unter dem Stichwort Überschreiben von Methoden gesehen. Ausgeführt wird immer die Implementation, die zum Objekt gehört. In der Terminologie dieses Videos hier heißt das, ausgeführt wird die Implementation des dynamischen Typs. Am Ende dieses Videos kurz noch einmal zusammengefasst der Zusammenhang zwischen statischem und dynamischem Typ. Sehr häufig sind beide einfach identisch. Falls nicht, muss der dynamische Typ abgeleitet vom statischen Typ sein. Das kann direkte oder indirekte Ableitung sein. Oder eben die Variable hat den Wert 0. In diesem Fall führt der Aufruf jeder Methode zum sofortigen Programmabbruch. Zumindest solange wir nicht Exceptions eingeführt haben. Programmabbruch sollte natürlich unbedingt vermieden werden.